Was wollen wir sagen? Achso, ist natürlich auch randomized. Also, weil, ach guck mal, Waluigi. Hey. Oh, Niklas Freuds. Weil, wenn schon, denn schon natürlich. Und wenn, dann soll das natürlich auch richtig sein. Ja, fantastisch. Krotz, guck doch mal. Krotz, aber Krotz. Angry Sun. Ich glaube, ach, das randomized jedes Mal meine Farbe. Oh, wie, nein. Ach, du wie gruselig sieht das denn aus? Ih, guck mal das. Mach das weg. Verbrennt mit Feuer, Alter. Was ist das denn? Oh, guck mal da ab. Was zur Hölle, Mann? Ey, die Sprites sind... Das ist das erste Level, die Sprites sind schon alle kaputt. Ich weiß... Nein, Hub. Feuer. Was ist das jetzt? Hat die jetzt gekackt, die Sonne? Oder weil... Nein. Angry Datenfehler. Ja, das geht schon gut los. Das geht gut los. Ja, Randomizer hatten wir schon lange nicht, ich weiß. Ich hatte vorhin... Ich hatte die ganze Zeit überlegt, wann ich denn das letzte Mal vor... Ich hatte ja so... heilige Scheiße. Ich hatte ja Mario Bros. 3 randomized Crowd Control Dingsbums. Ist das Big Bertha? Das ist wunderschön. Ich hatte ja Mario Bros. 3. Nein! Fuck! Mario Bros. 3 Crowd Control schon etwas. Heilige Scheiße. Das wird spaßig. Schon etwas länger vor. Ich hatte dann überlegt, wie lange das wohl her ist, dass wir das letzte Mal versucht haben. Stellt sich raus, das war tatsächlich irgendwann im Dezember. Also ist schon eine Weile her. Irgendwer hat mir, glaube ich, One-Ups gegeben. Dankeschön. Die werden wir brauchen. Das ist, ich habe die ganz, ganz, ganz bewusst sehr, sehr, vor allem die One-Ups extrem günstig gehalten. Einfach für den Fall, dass irgendwer mal ein paar Cent über hat und dafür, dass wir nicht permanent Game Over sein müssen. Also. Oh, toll, danke. Alles, hat quasi alles so seinen Sinn. Ich weiß, das glaubt man mir meist. Nein. Fuck, steh. Ah! Natürlich, Niklas, selbstverständlich. Wer sonst? Big Bertha ist gespawnt, während ich für die Leute, die nicht mitbekommen haben, was gerade passiert ist. Big Bertha ist gespawnt, nachdem ich quasi ins Ziel gerannt bin und hat mich dann noch umgebracht. Offscreen. Danke, Big Bertha. Das war fantastisch. Warte mal, sind die Dinger da, sind die an der guten Stelle? Ja, das kann ich da stehen lassen, oder, die Dinger? Ich glaub schon. Schön konzentrieren jetzt. Das ist immer sehr, sehr merkwürdig. Ich mag Mario Bros. 3 sehr, aber ich finde Mario Bros. 3 haben sehr, sehr gewöhnungsbedürftige Controls. Also vor allem die Physik, die Controls natürlich nicht. Kannst ja nur rennen und springen. Aber die Controls, ich muss mich jedes Mal an die Controls wieder gewöhnen. Blum. Was war das denn? Ich krieg das erste Level schon nicht hin. Oh, yes. Immer Bros, Bitch. Das ist aber auch ein gemeines erstes Level. Ich hätte theoretisch auch eins kriegen. Ach, die Musik ist auch gerandomized, fällt mir gerade mal so. Ich hätte auch ein Level bekommen können, wo man erstmal ein bisschen platformt oder so. Ich muss den Streamboss noch machen. Warte mal, stopp. Eine Sekunde. Das sieht ja doof aus. Das geht so natürlich nicht. Stopp. So. Läuft. Weiter im Text. Also für die Leute, die Subscriber sind, die es noch nie mitbekommen haben, ich weiß nicht, wie viele das noch nie eingelöst haben. Crowd Control, normalerweise muss man dafür Coins nutzen, man bekommt aber als Subscriber, je nach seinem Subscriber-Tier, mittlerweile ein paar kostenlose Münzen, was sehr, sehr cool ist, was auch der Hauptgrund ist, aus dem wir das mittlerweile monatlich spielen. Fuck. Könnt ihr dann in der Crowd Control-App, die über dem Stream liegen sollte, einlösen. Tschüss! Lakitu-Brücke aktiviert, Biharch. So. Damit alle Leute, die sowieso... Das sind die Subgifts, sind ja jetzt mit Crowd Control noch sehr viel mehr wert als früher schon. Irgendwer sitzt gerade schon mit... Haha! Haha! Läuft. Wo sind deine Lakitus? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kommen sie noch, vielleicht waren sie nicht zu sehen. Ein Anker. Dankeschön. 10 Sekunden weg. Moment. Wo bin ich? Ich bin auf der letzten Insel.
Pock. Pick a box. Hashtag PogChamp. Dr. K. Root. Selbst der ist kaputt. Was ist er denn? Was ist passiert? Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert. Aber Level 5. Machen wir. Oh, nö. Moment, das ist ein anderer. Ich dachte, das wäre das Schloss, das normalerweise an der Stelle steht. Das geht ja noch. Nicht choken. Nein! Fuck. Das war jetzt aber ein Kreischanfall, sondern das gleiche. Heilige Scheiße. Warte mal, ich habe ja... Ja, ich meine, gut. Ist auch ein Hit, ne? Keine Ahnung, was hier... Nein! Keine Ahnung, was hier gerade passiert. Nein. Warte, egal. Hä? Aber die waren immer so kurz, wenn ich normalerweise Super Mario Bros. 3 gespielt habe. Warum sind die Level auf einmal so lang? Das ist ja fürchterlich. Was macht der Anker? Ich glaube, dass der Anker dazu... Das ist der Arsch der Welt. Ich glaube, dass der Anker dazu führt, dass du... Normalerweise, wenn du in einen von den letzten Schlössern da verlierst, dann fliegt ja das Luftschiff quasi weg. Ich glaube, wenn du einen Anker hast, passiert das nicht. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht zu 100% sicher. Ich glaube, sowas in die Richtung. Oh, ja. Nein. Geh. Yes. Yes. Das Level ist geschafft. Ich sehe da nur, blabla, spawnt easy sun, spawnt böses sun. Nein! Ich muss das Schloss noch schaffen. Spawn böse Sonne, irgendwie, und dann kommt ein Fisch angeschwommen. Aha. Die Frage ist jetzt nur, wo ist das Schloss, zu dem wir müssen, oder? Ist hier irgendwo? Nein! Selbst hier? Nein. Shit. Also hier müssen wir nicht hin, ja? Use? Kein Ort ist mir sicher. Fantastisch. Ich freue mich. Moment, nee. Das war das, wo ich hergekommen bin, ne? Warte mal, ich sollte das machen. Ich sollte alle One-Ups, die ich kriegen kann, mitnehmen. So für, einfach nur für den Fall der Fälle. Shit. Mal sehen. Ich finde es sehr, sehr angenehm, dass Mario jedes Mal die Farbe wechselt. Das gefällt mir sehr. Boah, ist so lange her, dass ich Mario Bros. 3 gespielt habe. Heilige Scheiße. Lang. Jedes Mal die Musik random. Nein! Geh weg da mit deiner doofen... Wolke der Wolke. Aber eigentlich... Nee. Moment. Das ist das Level, wo die normalerweise auch drin ist, ne? Nein. Das ist das Level, wo die normalerweise drin ist. Tja, deine Sonnenattacke hat geendet. Aber ist übrigens auch in dem Randomizer eingestellt für den Fall... Es gibt... Ich hätte keine im Kopf jetzt. Ich kann jetzt kein Beispiel nennen, aber ich konnte in dem Randomizer einstellen... Ich konnte in dem Randomizer einstellen, dass manche Level, die im Vanilla Super Mario Bros. 3 gibt es scheinbar Level, die du normalerweise nicht schaffen kannst mit Frog Suit. Wie gesagt, mir fallen gerade aus dem Stegreif keine ein, aber die gibt es scheinbar. Ich habe aktiviert, dass diese Level dann möglich gemacht werden würden. Also, so leid mir das vor allem natürlich für Niklas tun. Ihr könnt mir leider keine Softlocks mit Frog Suit, also das ist leider nicht möglich. Knesi, wunderschönen guten Abend. Danke. Wisst ihr, ich sage, der Lakito ist nicht zu sehen. Ich wusste es. Ich hab's kommen sehen. Das macht die Sache natürlich jetzt auch nicht zwingend einfach. Warte mal, das. Oh. So, wir müssen uns nur beeilen. Nein, der so macht man nicht beeilen. Das ist falsch. Willst du sterben? Nein. Von wem kann der Stern? Lebensretter. Moment, wo muss ich hin? Da. Alles ist zu Ende. Ich
habe keine Ahnung, was hier gerade vonstatten geht. Hey, aber ich habe ein Level geschafft. Das nehme ich. Da bin ich mit zufrieden. Aus welcher Richtung kam ich jetzt? Von da. Das heißt, ich kann hier gucken, ne? Oder muss ich das eine Schloss da direkt dafür machen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Kratz gerettet. Yes! Dankeschön. Guck. Da freut sich jemand. Also ich. Wahrscheinlich nicht alle, aber ich dafür umso mehr. Ah, nein! Nein! Ich habe einfach willkürlich gedrückt. Shit! Fuck. Na gut, von mir aus. Wir nehmen das so. Es ist auch noch das Schloss. Falsche Antwort. Falsche Antwort, ich nicht mögen. Moment, aber wenn ich jetzt... Ah, shit. Egal. Willkommen in der Hölle. Happy Fun Times, Alter. Happy Fun Times. Ich bin schon wieder Waluigi. Das ist Kunst. Nein. Das ist Kunst. Moment. Ich verstehe nicht mehr, wie das Schloss funktioniert. Jetzt bin ich nicht mehr Waluigi. Tja, Niklas' Herz ist gebrochen. Er hat mein Herz gebrochen, als er... Ich glaube, so sieht meine Facecam auch ein bisschen aus. Alles ist irgendwie schwarz und dann ist da irgendwie zwischen Bart irgendwo ein Gesicht zu erkennen. Womöglich. Manchmal. Nicht immer, aber dafür umso seltener. Ja. Schicksal. Aber dafür... Moment, ist das pro Raum gerandomized? Das wäre natürlich ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, was tut sie überhaupt, Alter? Tschüss. Tschüss, wütende Sonne. Es war schön, mit dir Geschäfte gemacht zu haben. Wo muss ich jetzt nochmal hin? Hier unten drunter ist noch irgendwo eine Tür, ne? Irgendwie sowas um den Dreh? Glaube. Hier? Auch falsch. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich diesen Dungeon oder dieses Level verstehe. Irgendwo muss ich eine Tanuki-Suit herbekommen. Ich glaube, man bekommt in dem Level eine echte Tanuki-Suit. Aber Moment, was ist, wenn die Sachen in dem... Was? Nein! Die Items in den Blöcken sind randomized. Wo war das nochmal? Fuck. Shit, wo war das nochmal? Danke! Kevin, grüß dich, schönen guten Abend. Kevin, wir haben extra für dich einen Ausrufezeichen... Das ist einfach nur die Höhle, die Röhre hier. Moment. Läuft. Moment. Warte. Yes! Wer war dich denn wirklich so? Samu, dankeschön. Läuft. Kevin, wir haben extra für dich eine kleine Anleitung gemacht für die Dingsbums. Danke euch für die... Coins, die du letztens nicht eingelöst bekommen hast. Mach mal Ausrufezeichen CC Sub. Wir haben geregelt. Und natürlich auch Ausrufezeichen Ray. Hilft auch immer. Was war das denn jetzt für ein Hupen? Da ist die Brücke. Yes! Ist kein Autoscroller mehr? Oh, wie angenehm. Ha! Das hat mich doch im Leben nicht... Wieso kriege ich nur noch Sterne? Oder sind da überall Sterne? Ne, ist sehr gerandomized. Glaube ich. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles gerandomized, was man randomizen konnte. Das Einzige, was ich nicht gerandomized habe, woran ich mich gerade erinnern kann, was ich bewusst ausgeschaltet habe, war, du kannst manche von den Cooperlingen, der zum Beispiel, genau das, sorgt ja dafür, dass der Boden lustig wackelt. Das konnte ich auch randomizen. Ich habe es jetzt allerdings bei denen gelassen, die es sonst auch haben. Yes! Gina, wunderschönen guten Abend. Wie ist die Lage? Wie war das Essen gestern Abend? Ich hoffe, fantastisch. Und so. Aber ich habe gestern sogar Zeit-Dingsbums heller gemacht? Nein. Ich habe mit den Einstellungen der Facecam seit Ewigkeiten nicht rumgespielt. Ich habe das Einzige, was ich geändert habe, ich habe die Wärme von dem Licht etwas höher gesetzt. Also es müsste jetzt etwas wärmer sein, etwas roter sozusagen und etwas am Weißer gleich rumgefummelt, aber nichts an der Helligkeit oder so. Danke für die One-Ups, Niklas. Ein Ägypter. Okay, cool.
Klingt fantastisch. Ach, Riesenlevel. Ja, Leute. Hat die nicht gerade noch ein Power-Up? Ach nee, jetzt habe ich verloren, ich Trottel. Bibi und Tina. Tina hat uns gestern nach Hause gefahren, freundlicherweise. Und auf dem Rückweg kamen uns dann zwei Mädchen entgegen, die buchstäblich aussahen wie Bibi und Tina. Also nein! Als wir uns gerade über Bibi und Tina unterhielten noch dazu. Und stellt sich dann raus, nachdem Gina dann weitergefahren ist, haben diese Bibi und Tina tatsächlich einfach randaliert. Wir dachten, das waren die lieben kleinen Mädchen von nebenan. Die haben einfach, das waren Vandalen. Die haben Baustellenschilder mitgenommen. Die Säckinnen. Hey, wir haben die erste Welt geschafft. Hurra. Danke für die One-Ups. Wer war das? Sehr schön. Dankeschön. Fuck. Guten Tag, alle miteinander. Wie geht's euch? Easy, grüß dich. Danke dir. Wie ist die Lage an diesem milden Freitagabend? Bema. Bema, grüß dich. Hi. Wie ist die Lage? Hashtag Hirnfurt. Was wäre das jetzt auf einmal? Stell dir mal vor, ich fange auf einmal alle an, euch bei eurem Online-Namen zu nennen. Gina. Schön. Und Ray Ray Blackhaulchen. Und Todesschabe der Ware. Und GTRP Easy. Na, und wie ist die Lage, Maike? Und natürlich Wumikingf. Wumikingf. Warum mache ich das jedes Mal und scheitere dann? Weil ich ein Genie bin, das seinesgleichen sucht. Die Option ist ausgegangen. Alle drei Tiers? Echt? Keine Ahnung. Also ich hab's nur gerade einmal bei Frauken gemacht und da funktioniert alles. Keine Ahnung, sorry. Sorry, falls es nicht funktioniert. Bei technischen Problemen, so gerne ich helfen würde, wendet euch am besten an die Leute von Crowd Control selbst. An Warp World. Die wissen es besser als ich. Maxi, grüß dich. Yes. Da hat sich das Tier 3-Sub ja endlich mal gelohnt, oder? Scheiß auf diese dämlichen Emotes. 600 Punkte in Crowd Control, Bitch. Guten Abend. Das ist tatsächlich der Hauptgrund, aus dem ich mir vorgenommen habe, einmal im Monat Crowd Control zu spielen. Solange es frisch bleibt. Ja, scheiße. Nein! Was habe ich euch eigentlich getan? Was habe ich euch eigentlich getan? Nein. Nein! Ach, da war gerade sogar noch ein Lakitu. Diese komischen Gedöns, die da auf dem Boden rumgerollt sind, waren Lakitu-Dinger. Die Sprites sind großes Tennis, ja. Aber wir wollen ja keine Werbung für Getränke machen, nicht wahr? Hashtag 7up. Yes! Dankeschön, Sam. Whee! Terrassen neu eingefugt, Rosen geschnitten, eingekauft, gewischt, Katzenklo sauber gemacht, Katze gefüttert, Pilz aufgemacht. Prost. Hör mal, dann ist es jetzt aber auch verdient, hör mal. Oh shit, ich glaube, hier rennt eine Big Bertha rum. Nein! Nein, 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 nein! Ich sehe mich nicht! Ich bin längst tot. Wir werden dann nochmal von vorne anfangen. Geht das? Es geht. Ich habe darauf gewartet, dass irgendwer hilft. Yes! Wer war der Stern? Robin, danke dir. Das war Teamwork. Was bitte? Wie viel Zeit ich noch habe? Ach so, hier unten in der Leiste. In der blauen Leiste stehen die Sekunden. Da ist eine Uhr und da stehen jetzt 3x0 und wenn ich in Level gehe, steht da vielleicht 300. Unter den Münzen. Danke euch. Tanuki Suit, Bitch.
Ja, wieso fragst du? Oh, guck mal, da war das Schiff. Da war das Münzschiff. Was ist passiert? Warum hab ich zweimal das Geräusch bekommen? Yes. Dankeschön. Oh, ich bin Blau Mario. Es ist, wenn Mario Alkohol konsumiert. Ist das normalerweise ein Autoscroller hier oder bilde ich mir das ein? Ist es, oder? Glaube ich schon. Yes. Bei Farbe ist bei Arschkrampe alles ausgelöscht worden. Man muss doch, egal was man tut, das Wort Arschkrampe muss supported werden. Danke euch. Können wir da mal reingehen? Erstmal One-Ups. Wobei, ich brauche gar keine. Machen wir mal hier. Dankeschön. Yes! Und das sogar ohne Autoscroller. Nein! Wir können auch wirklich nichts Gutes in dieser Welt haben. Wer war das? Natürlich Niklas. Ja, yeah, fuck. Oh, yes! Whee! Sabu, danke dir für die Bitties. Ich hab auf den Chat geguckt. Das ist ja brutal. Was ist das denn? Okay, cool. Läuft! Der Lakitu ist gerade erschienen. Der ist nur manchmal nicht on screen. Wenn irgendwie diese lustigen roten Dinger da runterfallen, diese Typen, die gerade eben mich in dem Hammer Bros Kampf umgebracht haben, das sind die Dinger, die der... Das sind die Dinger, die der Lakitu spawnt. Also es kann sein, dass der ab und zu mal nicht on screen ist. Robin, danke fürs Münzen kaufen. Viel Spaß. Weil, ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, es ist ein NES-Spiel, das hat dann schon... Nein... Es hat dann natürlich schon das ein oder andere Sprite-Limit. Hashtag. Nein, nein, nein. Hör auf. Lass mich. Das Level. Moment. Funktioniert die Sache jetzt hier? Funktioniert der Scheiß wohl? Möchte ich es herausfinden? Wahrscheinlich nicht, oder? Ach, übrigens, wo ich das gerade sehe, was Hans da gerade so von sich gibt. Ich bin gerade dabei, die URL für den Ul-Shortener quasi umzustellen. Das heißt, ich weiß es nicht genau. Es kann sein, dass die Links mit Krutz.yt heute nicht funktionieren. Weiß ich nicht. Frau hat es gerade getestet, die funktionieren noch. Okay. Läuft. Itemlager? Ja, hier ist einiges. Du hast Münzen dazu bekommen? Vielleicht hat eine irgendwas nicht funktioniert. Wie gesagt, wenn irgendwer den Eindruck hat, dass hier irgendwas nicht funktioniert oder so in dieser Extension, normalerweise müsst ihr euch keine Sorgen machen, weil normalerweise, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, wird es entweder nachgereicht oder, was häufiger in dem Spiel vorkommen kann, wie gesagt, wegen Sprite Limits, kann es natürlich sein, dass es später, dass es nicht angezeigt wird oder ihr bekommt das Geld zurück. Also. Warum sind da hunderte verschiedene Tassen? Weil die Leute mir scheinbar gerne Tassen schenken. Ich habe so viele verschiedene Tassen geschenkt bekommen, dass ich mir dachte, das wäre angebracht. Warum muss man alles hinterfragen? Ich glaube, auf der World Map. Was passiert hier gerade? Ist schon wieder ein Softlock. Bis ich tot bin, oder? Lahm. Beides da. Läuft. Wir nutzen mal das. Des Weiteren sind allerdings auch einige Tassen auf der Wunschliste, weil ich das Gefühl... Weil ich nicht möchte, dass alles auf die... Falls mir irgendwer eine Kleinigkeit schenken möchte, sollen da auch Kleinigkeiten drauf sein. Und nicht nur irgendwelche Sachen ab 150 Euro aufwärts oder so. Hm? Ja klar, weiß mal, wie das funktioniert.
selbst hinterfragen, weil man nichts vorfragen kann, ist natürlich ein guter Punkt. Das kann ich so akzeptieren, werde ich sowieso müssen, was bleibt mir anderes übrig? Ich meine, ich kann schreien und drehen, es ist so angenehm, die Dinger ohne Autoscroller zu spielen, das ist Wahnsinn. Oh nee, nicht, wieso fallen meine Feuerbälle durch dich durch? Was ist das denn? Nee, deine Feuerbälle existieren und töten mich. Danke für den Frosch. Boah, sag mir bitte, dass die... Die kann mich bestimmt noch umbringen, oder? Weil ich... Läuft! Burger Patties für morgen machen. Oh ja, wir essen gleich auch noch Burger. Kleine Mini-Burger essen wir gleich. Ist schon wieder ein Softlock. Nee, okay. ich hab Safe States vergessen. Muss mal wieder. Ich sollte mal wieder. So. Dann. Läuft. Danke euch. Sehenswürdigkeiten erraten. Das Spiel hieß Geo gestern. Sind die Türen noch gleich oder sind die auch randomized? Die sind gleich, okay. GEO GUESSR. Man kann GeoGuessr nicht ohne USSR schreiben, aber das ist auch... Ach, fickende Kackscheiße. Läuft! Ja, Gott sei Dank, Tür 6 wie immer. Stell mal vor, ich müsste die Türen jetzt ja auch noch suchen, das wäre ja grausamst. Chris, grüß dich, danke für die... für den Münzkauf und natürlich viel Spaß. Sind Autogrammkarte und Jugendfotos angekommen? Hast du dich sehr gefreut oder nur ein bisschen? Moment. Vielleicht können wir Dingens auf den Kopf stellen. Ich werde zu langsam sein. Scheiße. Sorry. Weil es ist so fies, dass man das nicht sieht, ne? Muss der Bot das öffentlich machen? Ach. Ja, aber natürlich. Ich hätte noch ausstellen können. Das wäre ja auch gemein. Fuck, Trottel. Ich weiß, GeoGuessr waren, glaube ich, nur 2 oder 3 Episoden, aber ich glaube, es war lustig. Irgendwo waren Hühner. Ich kann mich daran erinnern, dass bei GeoGuessr war. Fuck. Bei GeoGuessr war irgendwas mit Hühnern. Ich weiß nicht mehr wann und an welcher Stelle, aber ich meine, das war mal. Soll ich mal wieder ein Item nutzen? So, komm, wir nutzen mal ein Item. Wir haben so viele Items, ich muss Items nutzen. Wir nutzen zum Beispiel, natürlich, damit die Leute glücklich sind, eine Frogsuit. Whee! Im besten Level, wo. Nein. Du stehst nicht auf Froschschenkel. Du bist kein französischer Fisch gewesen. Nein, hau ab. Ha. Es ist beendet. Nachdem ich gesagt habe, es soll einfach. Nein! Ah. Die Hitbox stelle ich aber in Frage. Was soll das dann? Ein Irrtum. Yes. Gute Zeit. Gutes Spiel. Boah, es ist, manchmal macht mir Mario Bros. 3 wirklich Spaß. Ich hatte sogar tatsächlich mal, es gab mal eine Phase, wo ich ernsthaft drüber nachgedacht habe, ob ich das Spiel nicht mal speedrunnen möchte. Fun Fact, ist bisher noch nicht passiert. Aber das Spiel, das ist eins der Spiele, die, ich finde, dass das Aussehen, also quasi, also der optische Ablauf eines Speedruns ist durchaus nicht unwichtig, wenn man sich überlegt, also für mich persönlich, wenn man sich überlegt, was man für einen Speedrun denn so machen möchte. Und, ich finde, dass der Super Mario Bros. 3 Speedrun sehr viel cooler aussieht als beispielsweise der von Super Mario World. Das wäre dann so eine, das wäre so eine Sache. Ihr sollt Fische sein, die auf Bäume klettern. Das ist durchaus inspirativ. Finde ich. Guter Spruch. Wobei so ein bisschen klingt das wie so ein Unternehmensberater, der einen auf Motivator machen soll. Frauken hatte das mal, das war absolut großartig. Die haben mal irgendwann bei Frauken ins Büro so ein Fuzzi bestellt. Ich hüpfe jetzt einfach mal durchgehen, scheiße. So ein Fuzzi bestellt, der dafür da war, die Leute zu motivieren, und es war... Also ich glaube, wenn ich da gewesen wäre, ich hätte also wahrscheinlich geweint. Und lasst euch gesagt sein, nicht vor Freude. Mutmaßlich nicht. Die ganzen Texturen funktionieren nicht, weil so viele Sachen gleichzeitig auf dem Screen sind. Weil normalerweise ist ja beispielsweise die Big Bertha ist ja normalerweise gar nicht in dem Level und auch da, das ist dann der Unterschied zwischen dem Ding. Yes!
spanisches Fragezeichen. Das ist dann der Unterschied zwischen Super Mario Bros. 3 Randomized und zum Beispiel Super Mario World Randomized. Das ist ein NES-Spiel. Das ist natürlich dann, was die grafischen Möglichkeiten angeht, bedeutend eingeschränkter als beispielsweise Super Mario World. Yes. Ach, what? Hä? War das nicht gerade eben noch ein Stern oder habe ich jetzt... Ich hatte wahrscheinlich einen kompletten Hirnfurz, ne? Ich gehe mal davon aus, dass das Spiel eher recht hat als ich mit seinen Zahlen und so in seinem Kopf. Fuck. Star-Headed Mushroom. Ah! Gute alte Zeiten. Wie früher. Alle Power-Ups sind Sterne. Es ist ein olles Update, das möchte ich nicht. Oll. Alle Power-Ups sind Sterne. Ich habe übrigens vorm Stream 2 Windows-Updates gehabt. Nochmal auf 2 PCs. Ich spiele das hier nicht auf demselben PC, auf dem ich streame. Das heißt, ich muss jetzt 2 Windows-Updates machen und der Stream läuft trotzdem. Hat mir auch noch keiner für gelobt. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch lebe. Ich hatte mehrere Herzinfarkte. Randomizer in der 16-Bit-Version? Meinst du in All-Stars? Ich glaube nicht. Ich bin doch gestorben! Moment! Nein! Ich war doch fertig! Scheiße! Nö! Das Spiel ist so fies gemein! Slowdown, Alter? Heilige Scheiße! Fuck! Schnickeldi-duggeldi! Warum würden Sie gerne einen Krankenwagen rufen? Mein Mann hat ein Windows-Update, er kann nicht mehr. Er kommt einfach nicht mehr klar. Hallo? Was bin ich in Mario Maker? Was zur Hölle ist das denn, Alter? Ist ja mal übelst hier. Spam. Ist ja fürchterlich. Mein Job war mehr. Ja, das stimmt, Niklas. Heute hast du gute Arbeit geleistet. Und guck mal, deine Arbeit hat nicht mal mehr dazu geführt, dass wir den ein und dasselbe Level 80.000 Mal spielen mussten wie beim letzten Mal. Man könnte fast denken, du hast dazugelernt. Oh, war das jetzt das Gemeinste, was ich jemals zu dir gesagt habe? Krotz, wirklich, ich lasse mir vieles sagen, aber dass ich gelernt habe, komm, also... Man muss ja nicht gleich persönlich werden, oder? Weißt, wir hatten unsere Differenzen. Aber das geht ja nur... Nein. Ich habe den Alert gesehen und wollte mich auf der Röhre verstecken. Das ist das, was dabei rumkam. Ja, provozier mich nicht, genau. Apropos provozieren, ich sollte wahrscheinlich mal wieder ein Safe-State nutzen. So rein, vorsichtshalber, für den Fall, dass irgendwas abstürzt. Weißt du, der ganze Scheiß. Ich bin überrascht davon, dass in einem Level, in dem Big Bertha sogar vorkommt, der Sprite in den letzten Abschnitt da nicht angezeigt wird. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Verrückte Scheiße. Boss Bass ist der große Fisch unten, der ab und zu rumschwimmt, der dich instant auffrisst. Also Big Bertha halt. Der große rote Fisch, der da unten manchmal rumschwimmt. Es kann allerdings sein, so wie gerade jetzt, dass der nicht angezeigt wird, mich aber dann trotzdem frisst. Was bitte? Was funktioniert nicht? Keine Ahnung. Es waren aber, die Frau gesagt gerade, bei ihr funktioniert das nicht, weil sie zweimal Big Bertha gespawnt hat. Es waren gerade noch 2 Big Berthas aktiv. Wahrscheinlich lag es daran. Da ist nämlich eine. Von Kniesi. Einfach mal die Füße stillhalten. Wartet doch einfach mal. Nochmal, das ist ein NES-Spiel. Da passen nicht unendlich viele Sachen gleichzeitig auf dem Bildschirm. Wenn manche Sachen... In dem Moment, in dem ihr es triggert, nicht direkt erscheinen, kann das daran liegen, dass das Spiel gerade maßlos überladen ist. Dann bekommt ihr euer Geld entweder zurück oder so wie jetzt, es wird später gespawnt. Ruhig, immer mit der Ruhe. Das Geld wird immer mehr. Läuft. Der Instant-Killfisch, genau der. Ja, es gibt komische Fische. Der steht auch mitten im Weg jetzt, der Wichser. Das ist, ich krieg jetzt da schon wieder, krieg jetzt 20.000 Fische. Die werden, ich muss mich jetzt irgendwo hier oben verstecken.
Wie gesagt, die werden nachgereicht. Bleibt ruhig, alles gut. Es kommt Zeit, kommt euer Dingsbums da. Nichts wird euch geklaut. Es kann auch manchmal sein, dass Sachen einfach nicht angezeigt werden, weil der NES überladen ist. Immer mit der Ruhe. Wie gesagt, wir spielen hier heute ein NES-Spiel. Habe ich es jetzt geschafft? Muss ich jetzt warten, bis sämtliche von den Dingern abgearbeitet sind? Ah, jetzt, dankeschön. Wisst ihr, wie viele von Kinesis Fish Attacks war das jetzt? Wie viel hast du gedrückt damals? Damals 3, ja, das waren wahrscheinlich alle 3. Die kamen später, ja. Das kommt vor. Der Scheiß. So angenehm, das Speedrunnen zu können. Das Level ist so viel schneller, die, oder überhaupt die ganzen Autos. Nein! Sind so viel schneller, wenn, wenn man einfach durchrennen kann, das ist großartig. Versehentlich 2 Fische. Kann auch manchmal funktionieren. Jetzt ist zum Beispiel einer da. Und ich sehe ihn nicht! Nein, 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 nein! Oh, ich wusste es. Shit. Läuft! Niklas ist befriedigt. Ist das auch Big Bertha? Ich rechne in der Annahme, dass das Big Bertha ist. Fuck. Das sah auch nach Fischen aus. Gehen 2 Sterne? Ich glaube nicht. Zutrauen würde ich es dem Spieler, der Ding. Könnte ich bloß dafür bezahlt werden. Ja, das Schlimme ist, dass du dafür bezahlen musst. Das ist ja, wobei, die, zumindest die Subscriber-Punkte sind ja kostenlos. Wir wollen ja mal fair bleiben, oder? Ha, das war schweineknapp. Moment. Pet der MVP. Läuft! Zeit für ein Safe State. So. Fuck, sagt man nicht. Stimmt. Ich meinte damit natürlich Frick. Adele? Schön, die zweite Hälfte davon klang jetzt wie eine Sängerin. Also war jetzt irgendwie auch wieder komisch. Hinfort. Oh, das sieht fantastisch aus. Oh, komm, der blaue Luigi oder warum? Blauer Luigi. Der passt doch viel perfekt. Der passt perfekt. Shit. Perfekt hier rein. Leider bin ich jetzt tot und war Luigi. Es war eine schöne Zeit, habe ich mir sagen lassen. Ich habe nirgendwo hingerückt. Plötzlich war ich unten am Bildschirmrand und bin gestorben. Das war fies. Uncool, Alter. Uncool. Ab. Ja? Nein? Oh, Big Bertha schwimmt jetzt da oben rum. Und die Sonne auch. Yes! Bin ich hier durch? Nein, scheiße. GGG. Yes. Nein, nein, nein. Ich habe den Power-Up-Sound noch gehört. Plötzlich sind Wasserlevel. Ja, zumindest sind sie jetzt dynamischer als vorher. Das wird. Heilige Geschwindigkeit. Was ist denn? Wieso? Manchmal. Minifische. Was geschieht hier? Danke für die One-Ups. Niklas war es, glaube ich. Nochmal. Dankeschön. Nochmal. Jetzt haut er einen raus. Yes. Moment, ich mache jetzt langsam. Langsam. Guck, ich kann auch One-Ups einsammeln, weil ich so gut bin. Fast so gut wie Niklas, aber es war ja nur ein Einzelner. Achtung. Ja. Ja, das ist korrekt. So. So. Yes. Was ist das? Das sind die anstrengendsten Sekunden überhaupt, wenn Mario irgendwie vom Bildschirm wegrennt und dann hoffentlich nicht stirbt. Das sind anstrengende Sekunden, glaub mir. Es ist fürchterlich. Danke euch. Warte mal. Yes. Dankeschön, Samu. So. Fuck. Fuck. Ja, sehr schön gehoppelt, oder? Wir brauchen mehr Frösche in unserem Leben. Meine Oma hatte immer einen Frosch in ihrem Garten.
Beziehungsweise, also einmal im Jahr. Einmal im Jahr. Leider flüchtet er meistens in der Mitte des Jahres oder am Ende des Jahres vielmehr oder er stirbt. Tragische Geschichte. Ja, Hoppelwertung toll. Ich bewerte dein Hoppel mit 7 von... Fuck. Mit 7 von... Ich glaube nicht, dass ich das jemals gesehen habe. Ich glaube nicht, dass ich jemals gesehen habe, dass der Frosch überhaupt Sachen tragen kann. Tight. Tight. Aber da kann ich ja zumindest, konnte ich ja zumindest was mit dem Leben anfangen, oder? Shit. Fuck. Hasen hoppeln und Frösche springen, Entschuldigung. Passend dazu haben wir natürlich jetzt auch einen Frosch-Emote. Wo war Win war? Wieder nur ein Stern. Was heißt hier nur? Ach, guck mal, die fliegenden Faustinseln. Was viele nicht wissen, es ist der Heimatort von Bud Spencer und Terence Hill. Ich lasse das jetzt mal einfach sacken. Es gibt Momente, da sollte man einfach mal kurz Ruhe. Ohne Scheiß, ich war jetzt davon überzeugt, dass mich das umbringt. Alter Schwede. Wie fies ist. Jetzt kommt das auch noch. Ja, nee, ist klar. Was kann ich dir jetzt vertrauen und. Nee. Das war jetzt sehr, sehr antiklimatisch. Es tut mir leid. Es ist übelste Bossmusik und ich trottel springe am Stern vorbei. Nö, ist gut. Läuft. Das ist Speedrun hier. Mehr oder weniger. Danke euch. Scheiße. Wir haben ja noch ein paar Leben. Nee, shit, ich dachte gerade. Ich kann das Schloss nicht. Das Schloss habe ich gar nicht lieb. Muss ich hier rein? Ja, ne. Wie funktioniert der Laden nochmal? Fuck. Bin ich hier richtig? Moment. Sorry, danke für die Hammerbro-Suit, aber hier konnte ich leider gerade nicht widerstehen, es tut mir leid. War das nicht hier? Shit. Doch, das war hier, ne? Nein. Was zur Hölle, Mann? Mir bleibt auch gar nichts erspart. Nein, nicht das. Ja, doch das. Das schon. Das nehme ich. Sag mal, würdest du bitte aufhören, über mich drüber zu springen, du Glied? Du Pillewutz? Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass ich da gerade durchgelaufen bin. Geradeaus. Wird er jemals verschwinden? Stirb doch! Hallo? Danke, Mann. Was zur Hölle, Mann? Oh, der Onnenfisch, genau. Der gute Alte. Okay, also wird den Pisser auf jeden Fall schon mal. Oh, ich könnte natürlich theoretisch. Ich habe noch einen Hammer, ne? Danach sogar noch einen. Ah! Wobei, jetzt ist es eh zu spät. Läuft. Gute Wahl. Brauche ich was anderes als das Item? Nee, oder ich kann weitermachen, oder? Nein.
Oh. Hä? Ich habe dazu gar nicht eingesammelt jetzt, oder? Bin ich da reingesprungen jetzt? Stimmt doch gar nicht. So. Das war jetzt dann hier, ne? Hm? Yes! Yes! Oh Gott, Lieblingslevel auf jeden Fall geschafft. Ich hasse diesen Level. Das ist fast, es gibt noch ein Schloss oder eine Burg, die schlimmer ist, und das ist die eine aus der Röhrenwelt. Danke euch. Weiter im Text. Level 3 natürlich, wie sich das gehört. Die Frage ist, wie viele Burgen ich noch schaffen werden muss. Das ist die Frage. Ich habe übrigens die meisten Streamer, die ich gesehen habe, die Super Mario Bros. 3 Crowd Control gespielt haben, haben dann keinen Randomizer extra oben drauf gepackt. Ich, weißt du, ich gönne euch ja alles. Ja, das ist ja sehr viel mehr Hardcore hier. Falls ihr irgendwer fragt, warum manchmal manche Sprites nicht angezeigt werden, damit wir solche Slowdowns nicht haben. Scheinbar interessiert das Spiel das manchmal selbst nicht so genau, aber das passt schon. Läuft. Und sei froh, Chris. Wie gesagt, bei technischen Problemen wendet euch bitte an den Anbieter. Bei den technischen Problemen kann ich absolut nichts dazu sagen. So gern ich würde, so gern ich helfen würde, aber ich habe keine gottverdammte Ahnung. Außerdem natürlich Prost. Das war weit. Aber ist ja nicht schlimm, ne? Weiter im Text. Läuft. Weltklasse. Wenn ich 50 Münzen bekomme, ist das für mich kein technisches Problem, das stimmt. Das ist natürlich eine Belohnung für deine harte Arbeit als krautkontrollender Chris. So interpretiere ich das. Blub. Yes. Dankeschön. Aber 60 Leben. Für einen normalen Run durch Super Mario Bros. 3 sollte das absolut reichen. Doch dann kam der Randomizer und ich und Crowd Control. Und dann war auf einmal alles kaputt. Wie sich das gehört. Eigentlich müsste ich. Fast noch ein anderer. Okay. Hab Dank. Jetzt rastet er aus. Danke dir, Samu. Hashtag 80 Löwen, Alter. Oh oh. Ich kann mir übrigens auch vorstellen, dass bestimmte Levelarten bestimmte Sachen nicht triggern können. Aber auch da gehe ich davon aus, dass sie dann... Wahrscheinlich sind das auch der Grund, aus dem häufiger Leute was zurück... Nee, das hat es tatsächlich getriggert. Guck. Läuft. Der Super Mushroom ist ein normaler Mushroom. Der heißt aber so. Also das ist der normale, der Name aus der Item-Beschreibung. Weil man ist ja erst Super Mario, wenn man diesen Pilz genommen hat. Nein. 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 Nee. Nee. Nee, 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 nee. Und auch nicht jetzt in der Zeremonie. Nee. Das werden wir nicht tun. Martin, schönen guten Abend. Ja, ja, es gibt unterschiedliche Mushrooms. Das eine ist eventuell, jetzt habe ich 99 Leben. Danke, ich gehe mal davon aus, dass das meiste davon Samu war. Danke dir. Das eine ist im Grunde genommen live im Level und das andere, die anderen Sachen, die du mir geben kannst, sind dann für die Item-Leiste auf der World Map, die ich selbst auswählen kann. Das ist quasi so Unterschied. Deswegen sind da sämtliche Items
Also sämtliche Power-Up-Items doppelt. Wie zum Beispiel die Tanuki-Suit, der Stern, das Blatt und der Pilz. So. Jaja. Also für das Item-Lager hier. Ich kann das hier unten aufklappen und dann habe ich hier eine Liste mit Items. Das eine packt das da rein. Martin, danke fürs Horsten. Das eine packt das da rein und das andere gibt das, aktiviert das sofort. Das ist der Unterschied. Das sind, manche Fragen kann ich doch beantworten. Ansonsten, wie gesagt, ich weiß, dass manchmal Sachen nicht funktionieren und so weiter. Ich weiß, dass Warp World eine sehr, sehr vertrauenswürdige Firma ist. Vertraut denen. Wenn irgendwas nicht funktioniert, wird das entweder nachgeliefert oder ihr kriegt euer Geld zurück. Macht euch da keine Sorgen drum. Hashtag Krautkontroll regelt. Was? Nee, nee, nee. Aber wie viel hast du denn jetzt? Ja, das beantwortet meine Frage nicht. 8,83. Was hast du verpasst? Mehrere weltbewegende Leistungen natürlich meinerseits. Selbstverständlich. Schön, dass alles aussieht wie Stachelpanzer. Nein! Das war jetzt aber ganz schön gesniped, möchte ich meinen. Ich muss die Burg noch machen. Shit, den, ne? Türme kann man randomisieren? Alles in dem Spiel ist gerandomized. So ziemlich. Ist nicht wunderschön. Gesnaped. Habe ich also quasi... Wirkte ich also die ganze Zeit böse und war es natürlich auch. Aha. Stopp. Ich weiß, dass Fisch da ist. Aber das ist mir ja scheißegal, weil ich habe ja einen Stern. Kommst du runter, du Penis? Nee, es läuft aus. Nein. Shit, das Timing war Bullschnopp. Für mich. Ich habe doch alles gegeben. Ich wollte doch so gerne überragen. Dankeschön. Ja. Aber kurz, deine Reaktionszeit ist wirklich fürchterlich. Nein. 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 Schnapp und weg. Ja. Hashtag Mahlzeit. Läuft. Zumindest Fisch ist satt. Da sind wir doch zufrieden. Guck. Haustier ist satt und zufrieden. Was willst du denn mehr als Haustiereigner, wie man so schön sagt? Also ich sag das jetzt einfach mal so schön. Ja. Ist es doch, oder? Machen wir uns nichts vor. Schöner wird's eigentlich nicht mehr in der deutschen Sprache. Ja. Komm, die Reaktionszeit war fantastisch. Hier, komm, das war schon Hardcore. Damit können wir die Welt jetzt schaffen. Das ist ja schon fast, die vierte Welt schon, heilige Scheiße. Na gut, durch das Randomizen, dadurch, dass einige Tore und Burgen etc. pp. Etwas verschoben sind, gerade auch Röhren, mit denen du sicherlich einiges abkürzen kannst. Ich kann mir vorstellen, dass für Speedrunner, für mich natürlich nicht, und natürlich ohne Crowd Control, für Speedrunner ist der Randomizer wahrscheinlich sogar schon fast angenehmer. Ja, wobei manchmal, es kann natürlich dann auch sein, dass es ätzender ist. Ha. Ernsthaft? Wobei ich heute gesehen habe, dass es auch mittlerweile Mario 64 Randomizer, das kommt übrigens auch noch, auch wenn wir das jetzt noch nicht gemacht haben mit Crowd Control, aber Mario 64 Randomizer machen wir natürlich auch nochmal. Es gibt jetzt Mario 64 Randomizer Speedruns, das ist fantastisch. Der sorgt übrigens unter anderem dafür, der Mario 64 Randomizer, dass man erstmal, dass sämtliche Level-Eingänge verwillkürlicht sind
Und unter anderem sorgt er auch dafür, dass man immer, wenn man ein Level betritt oder einen bestimmten Stern betritt, an einer willkürlichen Stelle im Level spawnt. Also, das finde ich sehr, sehr herrlich. Es kann theoretisch also sein, dass du unmittelbar neben dem Stern spawnst. Es kann aber theoretisch auch sein, dass du irgendwo in der Hölle der Verdammnis spawnst und dann hast du halt verkackt. Ist dann sehr, sehr schade. Aber es gehört zum Leben dazu. Zumindest in Mario 64 Randomized. Ich glaube aber, dass der auch noch in der Beta ist, der Randomizer. Und wir werden damit dann warten, bis er das irgendwann nicht mehr ist. Yes! Endlich mal Arsenal, das ich gebrauchen kann. Nicht so wechseln mit El Arenal, das ist wieder was anderes. Das ist dann die Seite von Malle, wo ich nicht zwingend gut aufgehoben bin. Munkelt man. El Anal wäre ein schöner Pornoname. Danke euch. Mario 64 Randomizer Crowd Control wäre großartig. Wobei, das wird Niklas jetzt dann sicherlich enttäuschen. Ich habe die Preise fürs Sterne wegnehmen leider schon hochgesetzt. Sorry, Brosef. Ich weiß, es bricht dir das Herz, mir ja auch. Aber ich glaube, das ist die vernünftigere Entscheidung. Für alle Beteiligten. Außer Niklas. Guck mal, ich bin Lavendel, Luigi. Wie niedlich. Genau, aber kurz. Aber kurz, wir wollen doch jeden Stern. Wir wollen doch, dass du das Ganze, dass du 2 Stunden lang denselben Stern spielst. Mach doch mal. Sobald du Geld verdienst, habe ich Probleme. Ja. Das Schlimme ist, weißt du, was das Schlimmste ist? Sollte der Moment mal kommen, also ich gehe ja wohl mal davon aus, dass er irgendwann mal kommt, aber wenn es dann soweit ist, können wir dann beide davon ausgehen, dass es noch sehr, sehr viele neue Möglichkeiten Crowd Control gibt. Also, es wird toll. Ich hatte auch tatsächlich, weil das jetzt noch neu ist, überlegt, ob... Moment. Achso, hier unten. Ob nicht SimCity Crowd Control interessant wäre, aber irgendwie, ich weiß nicht, das fand ich dann ein bisschen zu actionarm, sag ich mal. Habe ich da nicht gemacht. Also SimCity für ein SNES gibt es mittlerweile auch mit Crowd Control. Ich finde die Idee eigentlich ziemlich cool. Man kann dann dahergehen und natürlich die Katastrophen beschwören und keine Ahnung. Es gibt sogar irgendwie scheinbar eine Höllen-Jahreszeit oder irgendwie sowas. Genau, 5 neue Einwohner. Cool wäre natürlich, wenn man die dann auch noch benennen könnte. Crowd Control für... Dankeschön. Crowd Control für... Dingens wäre cool. Hier. Wie heißt das? City Skylines. Das wäre cool. Auch natürlich Ukulele. Octopath Traveler. Oh ja. Yeah. Animal Crossing CC würde ich wahrscheinlich sogar spielen. Wobei ich glaube, Animal Crossing... Ich meine, machen wir uns nichts vor. Der Spaß bei Crowd Control besteht ja eigentlich eher darin, dem Streamer eher ein Beinchen zu stellen, als ihm zu helfen. Ich weiß, ihr helfen auch Leute, ich weiß. Aber so grundsätzlich ja eher, oder nicht? Also einen kleinen Stock zwischen die Beine zu werfen, sozusagen. Also ich stelle mir Animal Crossing dann ja eher als Spiel vor, in dem man das dann eher nicht tun wollen würde. Also außer Niklas. Gesicht hässlich, bis man einschläft? Das wäre aber gemein. Wer macht denn sowas? Wumi King NF hat einen neuen Bewohner hinzugefügt. War Luigi. Ich bin dafür. Es gibt ansonsten noch die Mega Man-Reihe. Allerdings, ganz ehrlich, ich bin in den Mega Man-Spielen. Leck mich doch. Ich bin. Deine Mutter! Ich bin nicht deine Mutter. Aber ich bin in den Mega Man-Spielen deutlich zu schlecht, um die Crowd-Control-mäßig zu spielen. Das ist übrigens auch tatsächlich der Hauptgrund, aus dem wir bisher keinen Link to the Past Crowd-Control gespielt haben. Ich bin in Link to the Past deutlich zu schlecht, um das Crowd-Control-mäßig zu spielen. Weil es da zum Beispiel möglich ist, dir dauerhaft deine Herzen zu entfernen. Ja? Machen wir uns nichts vor, das würde natürlich passieren. Das soll ja auch passieren. Ja? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann das komplette Spiel im Prinzip mit 3 Sternen, mit 3 Herzen durchschaffe, die ist einfach nicht... Nein, nein.
Nein, das versuchen wir jetzt gar nicht. Das wollen wir besser nicht tun, nein. Aber die arbeiten auch im Moment an Crowd Control für viele PS1-Spiele, das weiß ich wohl. Vielleicht kommt mal Oddworld oder sowas in die Richtung, mal gucken. Yes. Aber ich bin ein Waluigi-Bär. Ein Waschbär sozusagen. Yes! Ich habe gerade das Kabel an meinem Controller gesucht. Ey, Crowd Control Mario Kart, ich meine, das würde ja wahrscheinlich dann nur Mavage is what brings us together today. What? Mario Kart Crowd Control wäre episch, glaube ich. Wenn man sich mal überlegt, wie chaotisch Mario Kart sowieso schon ist und das dann noch mit Crowd Control. Heiliger Bimba. Wo führt das jetzt hin? Wahrscheinlich zu der... Ja, ich hab's befürchtet. Ah, Safe State. Ja, manchmal fühlt sich Mario Kart Online ein bisschen an wie Crowd Control, ja. Selbst unter Freunden ja schon. Selbst in den Streams war das ja teilweise schon etwas... Also, sagen wir mal... fuck. Das kann man immer mal sagen, oder? Man kann immer mal, fuck sagen. Sagen wir mal grenzwertig. Gewöhnungsbedürftig, schwierig, chaotisch... Nahezu dumm. Yes. Komme ich da überhaupt hoch? Ja, es ist eine Frogsuit, aber weil das so scheiße ist, hast du noch einen Stern oben drauf. Dankeschön. Ich habe einen Geist getötet. Nur in Mario Bros. 3. Nein. Frösche essen noch gar keine Fische. Umgekehrt, was? Stopp. Nein. Nein, ich wollte es noch nicht einsammeln. Ich habe einen Stern. Yes. Wer war der Stern? Chris, hör mal, der MVP. Okay, wir müssen mal lang. Also hier. Shit, der Scheißhammer, Bro. Fuck. Fickel die Fuck. Kennt Krutz einen Ghostbuster? Ja. Ich bin einer. Hashtag Fun Fact. Das ist natürlich eine tolle Stelle für Big Bertha. Ah, nein. Halt doch einfach die dumme Schildkröte fest, du Glied. Ja. Gut gecallt, Chris. Gut gecallt. Machen wir mal so. Kurz für Ghostbusters 3, oh ja. Wobei, machen wir uns... Dankeschön. Machen wir uns nichts vor. An Bill Murray kommen ja nicht mal mehr ich ran. Spawnt ein Gegner nach dem anderen. Das ist absolut großartig. Stopp. Stopp. Ich sag... Hallo, würdest du... Ich komm in die Röhre nicht mehr rein. Ist das normal, dass man mit dem Stern nicht durch Röhren gehen kann? Was war das denn? Holy Schneikes. Möchte ich... Shit, wo möchte ich rein? Hier? Yes? Man würde denken, dass ich das nach all den Jahren auswendig wüsste, aber... Nein. Aber ich weiß, dass ich in irgendeine Röhre muss, die genau durch den Boden durchgeht. Das habe ich mir gemerkt. Röhren disablen für 10 Sekunden. Das wäre übrigens ein cooler Vorschlag, oder? Gerade für manche Level wäre das echt übelst großartig. Die fragen ja immer noch, also wenn irgendwer Vorschläge hat, meldet euch bei denen gerne auf Twitter. Die fragen auch regelmäßig danach, welche Spiele die Community denn gerne noch haben möchte. Auch ziemlich, danke euch.
auch ziemlich cool. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt, wirklich. Ich meine, es sind jetzt schon ziemlich viele coole Spiele, aber... Also, die klingen sehr, sehr weiterhin sehr, sehr ambitioniert. Also, ich hoffe. Random aus Gang Random, in Super Mario World, in Super Mario World Randomizer ist das sogar möglich. Ich weiß nicht, ob es hier möglich ist. Falls ja, hätte ich es wahrscheinlich eingestellt. Ich bin mir aber gerade nicht, ich will es jetzt nicht versprechen. Aber ich glaube eigentlich, dass ich es eingestellt hätte, wenn es möglich gewesen wäre. Aber ich weiß, also in Super Mario World, in einem Randomizer ist es definitiv möglich. Da habe ich es schon gespielt. Und es war abenteuerlich. Sagen wir mal so. Ja, Crowd Control ist für mich, ganz ehrlich, geradeaus die beste Twitch-Expansion, die es gibt. Es gibt keine bessere. Wie lustig das aussieht. Wahnsinn. Dankeschön. Oh, ab unter Erde. Mit himmlischer Musik unter der Erde. Wahnsinn. Danke euch. Also jetzt, je mehr ich drüber nachdenke, desto trauriger finde ich, dass die geradeaus gesagt haben, dass es sehr wahrscheinlich oder dass sie es im Prinzip ausgeschlossen haben, dass es jemals Mario Maker Crowd Control gäbe, obwohl sie die Technologie dafür sogar haben. Möchte ich nochmal sehen. Shit. Das finde ich fast schon schade. Ich bin mal gespannt, was natürlich damals auch cool war. Für mich persönlich war Dark Souls, das war absolut spaßig. Es wäre natürlich interessant, ob vielleicht Dark Souls 2 nochmal irgendwann als Randomizer kommt. Das wäre dann wirklich buchstäblich der einzige Grund für mich, jemals nochmal Dark Souls 2 zu streamen. Stand jetzt. Die Happy Sun am Himmel, ja, sehr. Das passt zu mir. Eine kleine, liebliche, glänzende, strahlende Sonne der Wärme und der Schönheit. Das bin ich. Original-Level, ich meine, Original-Level besser oder Mario Maker ist eine Frage, also ich meine, das kommt drauf an. Also, wenn ich mir jetzt... Also ich sag mal, hypothetisch, wenn es in normalen Vanilla-Super Mario-Leveln genauso viele gäbe oder von diesen Leveln genauso viele gäbe, sprich... Wenn es davon auch virtuell unendlich viele geben würde, wie in Mario Maker, würde ich sehr wahrscheinlich sagen Super Mario. Also die Vanilla-Level. Dadurch, dass aber Super Mario Maker im Prinzip unendlich viele Level sind, wenn ich jetzt die Wahl hätte, den Rest meines Lebens nur... Das... Hat der mich gekriegt? Nee. Für den Rest meines Lebens nur noch Mario Maker oder für den Rest meines Lebens nur noch Vanilla? Würde ich wahrscheinlich ehrlich sagen, für den Rest meines Lebens eher Super Mario Maker. Einfach weil die, die schiere Anzahl an Leveln einfach besser, einfach, die kann man nicht, meiner Meinung nach, nicht einfach so vom Tisch schubsen, finde ich persönlich. Ansonsten, also von der reinen Levelqualität her kommt es natürlich darauf an, wenn ich mich jetzt aussuchen müsste, was ich wirklich angenehmer zu spielen finde, kommt es natürlich dann darauf an. In Mario Maker kommt es immer darauf an, welches Level du spielst. Wenn du, ich meine, es gibt ja einen großen Unterschied zwischen dem Rotz, den man so in 100 Mario Maker Challenges häufig bekommt und wirklich, es gibt in Mario Maker tonnenweise richtig geniale Level. Ich glaube, wenn ich die Auswahl hätte zwischen Super Mario Vanilla Leveln und den guten Leveln in Mario Maker, würde ich wahrscheinlich auch eher Mario Maker nehmen. Wenn ich die Wahl hätte zwischen der reinen Qualität von den Vanilla-Leveln und den Super Mario Maker-Leveln würde ich selbstverständlich die Vanilla-Super Mario-Level nehmen. Dankeschön. Ich hätte jetzt gewartet, bis er verschwindet. Nein, 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 nein. Nope, 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 nope. Mario Maker 1 oder 2, 17. Die war da unten irgendwo, die doofe Kuh. Ist sie noch da? Scheinbar nicht. Ja, Big Bertha. Im Grunde genommen durchgehend in jedem Level Big Bertha, finde ich gut. Bertha ist auch eine Kuh, ja.
Dankeschön. Ich glaube, ich meine, das ist immer, wenn man mich jetzt so als Person fragt nach Mario Maker und anderen Spielen, weil das ist natürlich dann schon immer zugegebenermaßen auch so ein Stück weit der Twitch-Streamer, der dann da spricht, weil einfach für einen Twitch-Streamer oder YouTuber, der Super Mario mag, ist Mario Maker einfach ein Geschenk des Himmels. Ohne Scheiß. Ich habe im Grunde genommen, wenn ich wollte, hätte ich für den Rest meines Lebens unendlich viel Mario-Content. Das ist natürlich ein Geschenk. Das würde ich. Oh, ich weiß, es gab Zeiten, in denen das Spiel mir zum Hals raushing, aber mittlerweile, ich bin sehr, sehr froh, dass das Spiel existiert. Ich weiß noch, selbst Gina hat mich darauf irgendwann mal angesprochen, dass ich irgendwann mal monatelang überhaupt keinen Mario Maker, jahrelang fast überhaupt keinen Mario Maker gespielt habe und jetzt dann auf einmal doch wieder das ein oder andere Mal. Fuck. Schnitzel? Na, also ob ich ein Motorrad jetzt. Ich meine, gut, es kommt natürlich drauf an, wie oft du das Motorrad fährst und so. Aber also so, wenn wir davon ausgehen, dass du das Motorrad auch tatsächlich nutzt, würde ich wahrscheinlich. Also ich glaube, dann würde ich. Für mich persönlich, wenn ich eins hätte und es nutzen würde, würde ich wahrscheinlich das Motorrad nicht gegen Mario Maker eintauschen. Aber der Gedanke ist nachvollziehbar, ja. Ab und zu mal ein bisschen Mario Maker. Ja, es hat lange gedauert, bis ich meinen Frieden mit dem Spiel geschlossen habe, aber mittlerweile geht's. Die 100 Mario Challenges waren Gold wert. Du hast es auch sofort wieder gemerkt, in dem Moment, in dem ich Zuschauerlevel gespielt habe und da schlechte Level bei waren und ich nicht. Und wenn ich sage, dass es schlechte Level wären, sind die Leute. Das waren ja nur wirklich keine guten Level. Und wenn ich dann aber sage, dass ein nicht gutes Level nicht gut ist, ist die Person direkt beleidigt und eingeschnappt. Ich hatte sofort wieder keine Lust mehr auf Zuschauerlevel. So, mir tut das leid für die Leute, die mir gegenüber fair sind und die gute Level machen, aber das hat mich sofort wieder zurückgeworfen zu, ich habe keinen Bock mehr auf die Zuschauerlevel. Das war, boah, ganz, ganz merkwürdig. Schade, dass es immer wieder Leute geben wird, die das so sehr bestätigen. Aber, also, es gehört nun mal leider dazu. Wohl oder übel. Genau, warum bin ich auch so dünnhäutig, genau. Ich meine, gut, wenn du sowieso Schiss vorm Fahren hast, ist das natürlich schade, aber letztlich ist es dann natürlich. Vielleicht hilft es dann sogar, ich meine, ich weiß es ja nicht, aber vielleicht hilft es sogar, wenn du dann dadurch, dass du das Gerät erstmal ein bisschen verkaufst, vielleicht hilft es dann ja sogar irgendwie wieder irgendwann die Sehnsucht, das nochmal zu tun oder nochmal zu versuchen. Vielleicht hilft das sogar, diese Sehnsucht wieder aufzubauen oder zu wecken. Vielleicht ist das sogar sehr, sehr positiv oder wäre es sogar sehr, sehr positiv, was das angeht. Das Ding einmal abzugeben. Wer weiß. Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt sehe, dass Gina sagt, Sehnsucht, Ohrwurm, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder das ist mal wieder ein SpongeBob-Meme oder ein Rammstein-Lied. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, die noch existieren. Shit, wo muss ich runter? Dem Titel nach würde ich fast schon sagen, Rammstein-Lied. Schön, danke, Pat. Das war gestern hat Gina mich aufgeklärt, dass eine Sache, von der ich dachte, dass wir sie hier im Stream erfunden haben. Tut das weh, oder? Oh. Schön. Danke euch. E.T. Phone Home. Ja, was, mit meinem Stock im Arsch, oder was, Alter? Ey, was zur Hölle? Das ist jedenfalls ein Meme, von dem ich dachte, dass es hier im Stream entstanden ist, dass es eigentlich irgendein SpongeBob-Meme ist. Ist Mayonnaise ein Instrument? Ich dachte, das hätte irgendwer mal wirklich willkürlich hier im Stream gesagt. Stattdessen leider SpongeBob. Es tut mir aufrichtig leid für die Leute, die da jetzt enttäuscht durch sind. Wie mich. Wir sitzen im selben Boot. Ende der Welt. Man könnte quasi sagen, das Ende der Fahnenstange ist bereits erreicht. Wahnsinn.
Muss zu dem Schloss da, ne? Ha! Kniesi, haben Dank. Und natürlich viel Spaß. Mit dem Titan Scheiß. Wir haben kurz erfunden. Genau genommen ja auch nicht. Also wenn wir jetzt mal rein... Danke. Also wenn wir jetzt mal rein auf den Namen achten, haben wir das ja nicht. Nicht mal mehr ich. Das ist ja fürchterlich. Die Musik passt zu diesem Raum wie Faust aufs Auge. Das ist übrigens auch ein schöner Spruch. Bei all den Sachen, die gut zusammen... danke. Bei all den Sachen, die gut zusammenpassen, hat irgendwer gesagt, eine Faust passt doch eigentlich gut auf ein Auge. Wenn ich mir das jetzt so angucke, so, das könnte man doch schon mal in eine Redensart machen. Bei all den Redensarten, die man hätte machen können. Arsch auf einmal, Faust aufs Auge. Toll, meine... Dingens ist weg. Guter Clip, guter Clip. Da weiß ich ja dann wenigstens, was ich gleich auf Twitter posten werde. Ihr habt aber kurz erfunden. Ich meine, ja, wir haben es dann zu einem Meme gemacht. Da schließe ich mich jetzt ganz dreist mal einfach mit ein. Aber war das nicht eigentlich YouTube? Nein, das waren wir. Wir setzen uns jetzt gegen YouTube durch. Ich hatte gestern wieder zwei Kommentare auf YouTube von so einer ganz unsympathischen, irgendwie die hieß Gina oder so. Fürchterlich. Ich weiß gar nicht mehr, was sie geschrieben hat. Irgendwie Hi Krutz oder sonst Spam. Stimmt, warum kotzt er seine Kinder aus? Guter Punkt. Das war heute, Entschuldigung. Wenn ich einen Kommentar beantworte, gehe ich meist davon aus, dass ich einen Tag habe liegen lassen. Das machen Fische so alle. Moment. Sind hier Blöcke versteckt? Wieso sind denn die Punkte? Ach, hier waren die vorher Münzen. Muss ja. Yes. Speedrun, Alter. Speedrun, Bitch. Ja, bis jetzt. Jetzt ja nicht mehr. Fuck. 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 Das ist wieder... Das ist ja... Jetzt mal ohne Scheiß. Wenn das ein Mario Maker Level wäre, würde ich es zerreißen. Hitbox! Pott auf Deckel, oder wie wir meine Seeleitsch-Oma immer sagte, passt, wie man Mann seine... Yes. Kniesi und easy, hab Dank. Ich würde das... gute Oma, ja... Das würde ich dann allerdings wohl, also das ist, es gibt so, für mich persönlich gibt es Sprüche, die würde ich ungern von meiner Oma hören, das wäre einer davon. Es gibt so ein paar, so ein bisschen, also es gibt so Kategorien Kopfkino, die ich mir eigentlich gerne ersparen möchte, das wäre einer davon. Ich meine, ja, die waren auch mal jung, aber ich habe sie ja nie jung kennengelernt, die Säcke. Danke euch beiden. Ich habe mir sagen lassen, Kniesi hat gesagt, wir haben jetzt zu wenige... positive, unterstützende Sound-Alert-Knöpfe. Da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Weil wir haben ja eigentlich nur, was die positive Unterstützungsknöpf-Dinger da angeht, haben wir eigentlich nur das. Und das ist ja nicht jedes Mal... also der Kontext passt ja nicht jedes Mal. Mal gucken. Ob wir da noch welche finden. Ich muss mal was Positives singen, wie zum Beispiel Du schaffst das! Du schaffst das, yeah! Die Melodie können Frauen von was anderem. Just do it! Das haben wir auch noch, das stimmt. Aber das ist immer so aggressiv. Kniesi, hab Dank. Das ist so fordernd. Da bin ich ja direkt eingeschüchtert. Ich kenne Mario Battle Royale, ja. Also ich fand, das sah sehr, sehr interessant aus. Ist aber leider mittlerweile schon wieder offline. Für die Leute, die es nicht kennen, das war im Grunde genommen ja, das, was der Titel sagt. Das war Mario... Super Mario Bros. 1 in einem Battle Royale Modus, wo du mit
100 Leuten gestartet bist, gleichzeitig im Level, und der, der am Ende überlebt hat, der war dann der Sieger. Oder ich mutmaße mal, gewonnen hätte auch derjenige, der als erstes das Spiel durchgespielt hat, aber das war dann wahrscheinlich recht selten der Fall. Cooles Spiel. Aber wie gesagt, leider schon wieder offline. Wobei ich mir fast vorstellen kann, nachdem im Grunde genommen Nintendo ja den Mario Maker schon aus ROMX hat entstehen lassen. Ich bin oft die ganze Zeit mit... Hier, guck mal, da, Maus. Nachdem Mario Maker schon daraus entstanden ist aus ROMX, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Nintendo selbst da nachzieht. Das. Du schaffst das. Wie zum Beispiel. Du schaffst das. Du schaffst das, yeah. Ja, weiß ich ja, was ich übers Wochenende mache. Oh, die Maus von gestern, jo. Wir saßen gestern auf dem Balkon. Und Gina hat dann aus irgendeinem Grund ihr Handy, meine Mutter hat so eine improvisierte Bank als Sitzfläche auf der Fensterbank liegen auf dem Balkon, damit sich da noch jemand hinsetzen kann. Und zwischen die Rillen ist dann Ginas Handy gefallen. Und da mussten wir das Brett halt hochheben, damit Gina ihr Handy da wieder rausholen kann. Und in dem Moment, in dem die das hochgehoben haben, rannte dann eine winzig kleine Maus, die war vielleicht so lang wie ein Zeigefinger oder sowas, wenn überhaupt. Rannte dann auf einmal über den Balkon, die hat da scheinbar halt, aus irgendeinem Grund hat die sich scheinbar unter diesem Ding, nein, 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 fuck. Aus irgendeinem Grund hat die sich scheinbar da eingenistet und ist dann geflüchtet und sprang dann im Prinzip von Balkon runter. Ja, Gina hat geschrien, ich war froh, dass sie ist über Ginas Fuß, das ging dann ja noch, da hat nur Gina sich erschrocken, das ist ja vergleichsweise harmlos. Sie rannte aber auch unter meinem Fuß her, das hätte sehr, sehr schief gehen können. Aus Sicht der Maus. Ich bin froh, dass es das nicht tat. Wir haben dann alle Glück gehabt. Ja, die Suicide-Maus. Was meinst du, was sie erschrocken hat? Meinst du, was Gina... Ich hörte es nur klappern, ja. Ich habe mir dann dabei nichts gedacht und irgendwann fragte Gina dann, so vollkommen aus dem Nichts, fragte sie dann, Mutter, sag mal, Mutter, kann man das hier hochheben? Ich habe mir dann nichts weiteres dabei gedacht. Ich dachte, dass, keine Ahnung, Gina da halt einfach mal drunter gucken wollte oder irgendwas. Und dann habe ich dann gefragt, Gina, warum fragst du jetzt, ob man das hochheben kann? Ja, mein Handy ist da runtergefallen. Dankeschön. Ja, der Balkon ist nicht hoch. Ich sag mal, das ist vom Boden des Balkons bis zum Fußboden sind es vielleicht, ein halber Meter oder ein Meter, irgendwie sowas. Das ist nicht so hoch. Entschuldigung, natürlich 8. Stock. Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Yes, Kesko, danke dir. Guten Abend, wie ist die Lage? Im Hause der Keskos. Den ich ursprünglich mal für einen Bot gehalten habe. Wie geht's dir? Was war das denn jetzt? Was hat mich denn jetzt umgebracht? Ey, was war das denn? Ja, guck, deine Katzen zählen ja auch zur Familie. Ihr seid jetzt die Keskos, hab ich beschlossen. Was ist das denn? Spielen wir jetzt Mensch, ärger dich nicht, oder was? Kesko hat auch eine Katze namens Yoshi. Lustigerweise. PSP. Schön, dass jetzt die Werbung für eine Sony-Konsole in diesem Randomizer drin ist. Danke. Ich hoffe, der Sponsorenvertrag war... Ach, das war deine Birthday. Achso, okay. Dann erklärst das zumindest. Ich hatte nicht, keine Ahnung, was los war. Da oben sind Items? Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Nach all den ganzen Jahren. Mir geht's gut, danke, ich hoffe dir auch. Es sind Items. Ich werde bekloppt. Glaub, mein Schwein pfeift. Oder meine... Mensch, ärgere dich nicht, Figurnummer auch. PSP. Es steht für... Pock, sehr Pock. Unter anderem. Die Zelda Sun Attack ist endet. Schön. Also gestern kam sie an, oder vor einer Woche oder so kam sie an und hat gesagt, hier, guck mal. Afterburn Sonnenspray. Ja? Jetzt kommst du an und wirf mir die Sonne gegen den Kopf. Das ist nicht fair hier. Patties sind fertig. Läuft. Ich hoffe, die sehen gut aus. Pinterest sucks, Pops. Ich habe mich einmal auf Pinterest angemeldet, um an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Ansonsten weiß ich ehrlich gesagt nicht mal mehr, was das ist.
Das wirkte auf mich wie so ein... Ja, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Es war halt einfach Pinterest. Da waren irgendwie... für mich wirkte diese Seite extrem willkürlich. Also es gab da irgendwie alles und dann aber auch wieder gar nichts. Und keine Ahnung. Ich weiß... Obwohl ich da angemeldet bin, ja, ich habe keine gottverdammte Ahnung, für was diese Seite existiert. Für mich wirkte das wie ein riesengroßes Internetforum, das irgendwie weltweit war und jeder konnte seinen Dünnschiss dazu posten. Das ist so, so ähnlich wirkte das auf mich. Snapchat? Hast du auch schon Nacktbilder gepostet? Kommen wir direkt mal zu den wichtigen Fragen. Nein, nein, nein. Bitch. Ich halte die Sonne in meiner Hand. Inspiration für Bilder oder Tattoos? Ja, gut. Läuft. Tschö, Chris, hau rein. Wer war, wessen Sonne war das? Wen muss ich für immer timeouten und bannen? Ich komme wieder vom Getränk auffüllen. Das erste Wort, was ich höre, sind Nacktbilder. Yes! Stets zu Diensten. Und Samu möchte, dass wir seine Freundin kennenlernen im August. Das war wahrscheinlich die wahnsinnigste Lache, die ich jemals von mir gegeben habe. Aber das ist, Quatsch. Hi. Danke. Platz an der Sonne, das stimmt. Nein, nein, nicht wieder, der... Nicht doch. Warte mal. Ah, die ist jetzt... Ach, mach, 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 falsch, schneller, Bitch. Nee. Wie funktioniert... Da ist der Crowd Control. Danke, Yoshi. Im Grunde genommen kannst du für Bits... oder bist du Subscriber gerade? Ich habe gar nicht aufgepasst. Subscriber bekommen kostenlose Münzen. Da kannst du Ausrufezeichen CC Sub für in den Chat schreiben. Danke euch. Schreiben und du kannst dann mit den Münzen, die du kaufst oder entweder kaufst oder durch deine Subscription einlöst, kannst du in das Spiel hier eingreifen. Und mir den Tag entweder verschönern oder verschlimmern. Das ist das, was du dir gerne aussuchen kannst. Safe State. So langsam aber sicher mal wieder. Wer ist hier nicht eine Dingsbums drin? Ist das eine Abkürzung? Macht es das einfacher für mich? Ich habe keine Ahnung. Das Grün gefällt mir sehr gut. Das ist ein hübsches Grün, oder? Früher habe ich immer gesagt, dass... Nee, das möchte ich nicht haben. Früher habe ich immer gesagt, dass Grün meine Lieblingsfarbe ist. Diese Art Grün wäre dann... Nein. Der Grund dafür. Warte. Hui! Happy Krotz. Yes. Easy, danke dir. Genau, ich würde sagen, den Tag so richtig versauen. Scully, grüß dich, wie ist die Lage? Ach nee, brauche ich nicht. Was soll ich damit? Grünes Kerl. Grüne, in der Tat. Ich musste jetzt eine Sekunde habe ich gezögert, wusste nicht, worauf sich das bezog, aber dann musste ich lachen. Das war schön. Gutes Lied. Habe ich schon lange nicht gehört. Ich habe das mal irgendwann so oft hintereinander gehört, dass selbst Frauken davon einen Ohrwurm hatte. Ich glaube, sie hat mich selten mehr gehasst. Luigi, grüß dich. Hi. Auch ein schönes Grün übrigens. Passend dazu. Was hast du? Nee. Nein. Das findest du ja lustig. Das würde ich ja nicht machen. Nein, Dingeskirchen. Hier. Don't hug me, I'm scared. Das ging? Das hast du damals immer anders gesagt.
Da hast du mich immer angeschrien. Milky Wax, grüß dich, wie ist die Lage? Was sagst du? Ja, habe ich auch gehört. Sind die draußen? Wir haben Groupies vor der Tür. Soll ich rausgehen? Schlägerei oder? Was? Bestimmt Samu, stimmt. Der ist sowieso gerade so auffällig ruhig. Ist gerade aus dem Bus ausgestiegen, genau. Hehehe. Guck mal, in dem Moment, in dem er hehehe schreibt, ist draußen nämlich still. Du musst gerade auf sein Handy. Ja. Ich meine, wenn du schon mal da bist, kannst du ja wenigstens die Blumen gießen oder so. Ich weiß schon, wie ich meinen Sohn ans Arbeiten bringe. Ach, hör mir auf mit Leitung, ey. Ich muss meinen Router das Wochenende noch wechseln und habe keine Lust drauf. Montag wird alles wieder grausam, das steht wohl fest. Bereiten wir uns darauf vor, dass Montag der schlimmste Stream in der Geschichte von Streams wird. Tanuki! Ui, Kruzhappy! Oh. Eine Wespe befreien. Ey, aber lass bloß unsere Hummeln in Ruhe. Gina war gestern da und hat die Hummeln nicht gesehen. Und als ich gesagt habe, guck mal, da ist gerade eine Hummel reingerannt in das Loch, da hat sie sich extra langsam umgedreht, damit sie die Hummeln nicht sieht und sich dann über mich lustig gemacht. Was ist das? Stille Wasser sind tief, Freunde. Yes, endlich wieder Froggy Frog. Froggy Style. Zeig mir, wo du deine Locken hast, Bitch. Kann ich hier mit klettern? Das war ein Froschi-Butt. Oh. Froschi-Butt war da. Hallo. Wo bin ich? Ach, da unten. Ach, heilige verfickte Scheiße. Easy, danke dir. Ja, in Tanuki-Suit sieht alles direkt niedlicher aus, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Bei all den ganzen Merch, das die auf den Markt schmeißen, es wäre doch wohl ein absolut, für mich persönlich wäre es ja wohl ein absoluter Selbstläufer, eine Tanuki-Suit auf den Markt zu bringen, oder? So wie ich so drüber nachdenke, was sind das denn für Knallschoten? Danke für die... It's easy. Ershelm. Mega cute Tiere. Sind die nicht an manchen Orten der USA sogar schon fast eine Landplage oder so? Und fuck. Gibt es davon nicht so viele, dass sie da wirklich, also ernsthaft Probleme mit haben? Was aber natürlich nichts daran ändert, dass Waschbären niedlich sind, ja. Sind Tanukis Waschbären oder ist das was anderes? Sind noch was anderes, oder? Stimmt, oder dann kuschelt die im Mario-Suit, das wird ja schon reichen. Das ist ja schon genug. Nein. Ist falsch, ne? Schneik. Samu, danke dir für die Birz. Danke euch. Schön, dass die Unterwasser-Musik jetzt hier ist für die Hölle auf Erden. Danke. Ja, es passt ja. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, es ist ja eigentlich nur zutreffend. Es ist ja, im Grunde genommen habe ich selten einen akkurateren Song gehört. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich zu mir selbst und euch bin, was ich natürlich nur noch höchst selten bin, vor allem nur noch höchst selten. Früher natürlich schon. Mittlerweile sieht das schon ein bisschen anders aus. Hinein in die gute Stube. Flex, grüß dich. Nee, ist kein Hack. Das ist ein Super Mario Bros. 3 Randomizer mit Crowd Control. Jetzt darf ich warten, bis die Fireflower tot ist. Die Dingsbums hier. Hammer Bros. For the win. Ja, die Suit ist fantastisch. Die Suit ist großartig. Die Wespe mit Kabal und Liebe rausgehauen. Ich hoffe nur aus deinem Zimmer. Weil, Ausrufezeichen Gina-Fakten, Wespen sind Karnivoren. Danke dir, Sam. Und danke dir auch Easy nochmal für die Bits gerade eben. Die 10. Die Musik ist, Just do it. Heilige Scheiße. Make your dreams come.
I'm true. Yes, Scully, danke dir. Die gerandomized Musik kommt durch den Randomizer und die Tatsache, dass die Sonne so merkwürdig aussieht, liegt daran, dass der NES natürlich nicht... Sagen wir mal einfach, der NES hat seine Grenzen, sagen wir mal so. Das Bewegungsschema von den... Was sind denn Knatterichen im Super Mario World Star? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ein Knatterich ist. Nicht mal das. Fuck. Oh nein, meine... ach, die Mäuse. Nee, keine Ahnung. So viel Mario Maker 2 habe ich noch nie gespielt, sorry. Sind die schlimm? Oder warum fragst du? Sind die besonders grausam? Werde ich Spaß mit... Toll. Werde ich Spaß mit ihnen haben? Werde ich leiden und sterben? 2 bis 3 Mal. Die schubsen den Goomba umher, okay. Ich glaube, dass solche... Von diesen Kleinigkeiten werden wir, glaube ich, noch sehr, sehr viel aufdecken in den nächsten Tagen in Mario Maker 2. Also ab nächster Woche natürlich in Mario Maker 2. Ich glaube, dass wir einiges noch nicht wissen. Wir wissen jetzt zum Beispiel, wir wissen ja einige große Sachen nicht mal mehr. Wir wissen nicht mal mehr, wie viele Leben wir in der schweren Endless-Challenge haben. Nicht mal mehr das. Die Musik ist himmlisch, himmlisch. Oh wow, guck mal, kein Stern. Ich bin überrascht. Oh, ja. Danke. Wer auch immer es war fantastisch. Fuck, shit, den hätte ich fast noch gekriegt. Yes. Läuft. Wollte eigentlich quer noch darüber springen, aber es hat nicht funktioniert. Kann man bestimmt. Ich würde fast wetten, dass man solche Mechaniken später ausnutzen können wird. Ich würde mich wundern, wenn nicht ehrlich sein soll. Fuck, was das denn? Konnte mich nicht bewegen. Fürchtet. Ein Affront. Das war übrigens lustig. Ich habe heute... Eigentlich hatte ich vor, meine URL für den Old-Shortener, also für Bit.ly, zu ändern. Einfach von kurz.yt auf kurz.de. Das hatte ich ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass ich das vorhabe. Und dass, wenn du bei Bit.ly kein zahlender Kunde bist, sondern einen kostenlosen Account hast, dann kannst du nur eine einzige URL gleichzeitig dafür haben. Was so viel bedeutet wie, ich musste die ich eingestellt hatte, erstmal löschen. Stellt sich raus, dass es mittlerweile nicht mal mehr möglich ist, eine einzige dafür kostenlos zu machen. Das heißt, du musst sogar für eine einzelne mittlerweile zahlen. Das sagen die dir aber natürlich erst, nachdem du die alte gelöscht hast. Das heißt, im Grunde genommen ist Bit.ly für mich jetzt gestorben und ich kann es nicht mehr nutzen. Danke. Fantastisch. Das Ding ist, das kostet im Monat dann auch nicht irgendwie 3,50 €, was man dann ja vielleicht noch irgendwie rechtfertigen könnte. Sondern das günstigste Angebot, was sie haben, kostet $30 im Monat. Dafür, dass ich 5 URLs geschortet habe. Die haben ja nicht mehr alle Tassen am Zaun. Ja. Demnach sind wir heute dann gewechselt auf eine andere Seite. Fantastisch. Danke. War schön mit euch, ihr Schlampen. Gut möglich, Flex, ja. Wer weiß. Wie gesagt, ich bin mir sicher, dass wir noch sehr, sehr viele Geheimnisse aufdecken werden. Das wird aber auch sehr viel Spaß machen. Weil die Community zu Mario Maker 1 deutlich kleiner war und selbst da hat es schon Spaß gemacht. Das wird in Mario Maker 2, da bin ich mir sicher, das wird extrem viel Spaß machen. Mal gucken, ich hoffe mal, dass wir dann die Links, die geschorteten, dass wir die dann bis nächste Woche wieder aktiv haben. Das wäre fantastisch. Versuch so ein Bienenhaus zu bauen? Mach mal, ich bin gespannt. Du warst ja sowieso so eher einer, der viele Gimmick-Level gebaut hat. Da passt das natürlich zu. Gerade jetzt mit viel mehr Tools, da wirst du mit Sicherheit deinen Spaß mit haben. Davon bin ich überzeugt. Oh, letzte Welt schon? Heilige Scheiße. Nicht, dass wir es durchkriegen. Fuck. Ja, 7 Tage noch. Wahnsinn.
maximal 4 Mario Maker 1 Streams noch. Das schaffe ich jetzt auch noch. Nachdem ich das jetzt alles überlebt habe, schaffe ich das jetzt auch noch. Nach dem kleinen Urlaub heute. Ja, danke. Wer war das? Ray. Oh Gott, da ist die Maske des Grauens wieder. Toll. Wir haben dich vermisst, Maske des Grauens. Das passt ja auch ganz gut zu Angry Sun, wenn die auf einmal so aussieht. Nee, machen wir uns nichts vor. Das Level habe ich, glaube ich, nie so gespielt. Fuck. Power? Ja, danke. Ja, danke. Kai, grüß dich. Hi. Toi, toi, toi. Passend zu Mario Maker 2 quasi. Ich gehe ja wohl mal davon aus, dass du Mario Maker 2 spielen wirst. Wie ist die Lage? Mit den Wirbelstürmen bin ich mal gespannt, Flex. Fuck. Von den Wirbelstürmen bin ich noch nicht zu 100%, da bin ich noch nicht zu 100% von überzeugt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die ziemlich nervig werden, aber mal gucken. Wobei es natürlich immer dann noch auf den Levelbauer ankommt, was er daraus macht. Nur weil irgendwas von der Grundidee mir nicht, ich sag mal, mir nicht behagt, heißt natürlich nicht, dass man daraus nichts Gutes machen kann. Ja, ich habe die Angry Sun schon gesehen, das sieht fantastisch aus. Ich weiß nicht so ganz, warum sie diesen Stil gewählt haben, aber sie sieht fantastisch aus. Das sieht immer einfach aus. Hier, das hier? Ich wünschte, Mario Bros. 3 würde bei mir einfach aussehen. Ja, ich wäre froh drüber, aber leider bin ich davon nicht so ganz überzeugt. Yes, Hammer Bruce. Hammer Bruce. Das ist eine Mischung aus Suit und Bros. Ziemlich fesch, wenn man mich fragt. Boah, es kann sein, dass mich das jetzt direkt zu der letzten Röhre führt. Theoretisch kann das sein, dass mich das jetzt direkt unmittelbar zum letzten Level führt. Wo bin ich? Okay. Ich gehe dann mal. Nein! Falsche Antwort, scheiße. Aber das Level 1, das führt mich dann ja zu gar nichts. Da geht's ja nicht weiter. Das heißt, ich gehe jetzt hier weiter, ja? Bin ich jetzt gerade durch die Blöcke durchgefallen? Gut. Gut, Knut. Fuck. Bruce Daniel. Lebt der noch? Jetzt soll es Röhrenbärt. Dass ich Paper Mario gespielt habe, ist so dermaßen lange her, ich habe da absolut keine Erinnerung mehr dran. Schon gar nicht an einzelne Charaktere. Bin mal gespannt, ob die... Wenn so ein Paper Mario-Style für Mario Maker 2 wäre natürlich auch interessant. Wer weiß, wer weiß. Sollte Power-Up nutzen für das Level. Ja. Ich sollte definitiv ein Power-Up nutzen für das Level. Habe ich mir sagen lassen. Was haben wir denn noch Schönes über? Wie wär's denn mit einer Fireflower und einem Stern? Yes. Yes. Fuck. Okay. Ist hier nicht ein... Doch. Ist das einfacher vielleicht? Bitch! Was soll das denn? Nee, das ist jetzt schlecht, weil das wird exakt dasselbe passieren. Das war nicht durchdacht von mir, zugegebenermaßen. Deine Mutter! Vielleicht mache ich wieder den Deine Mutter-Song. Willst du wirklich der Grund sein, dass du mit dem... Nein! Ach, du Scheiße. Erwischt. Ja, schon eher. Ja, auch. Ja. Reicht das? Bitch, nein! Boah, das war jetzt aber auch echt dumm eigentlich. Zugegebenermaßen war das vielleicht nicht die klügste Idee, die ich in meinem Leben jemals hatte. Musikbox. Funktionieren die damit? Gehen die damit? Danke euch. Ach toll, dasselbe Schloss direkt nochmal, nur in Eis. Sag mal, ey. Jetzt reicht's aber mal hier.
Ja, toll. Das ist übrigens eins der Level, die in Speedruns für mich mit am fantastischen aussehen. Ich kann's nicht, aber die nutzen dafür irgendwie dann P-Wing und ach ey, dann fliegen die teilweise hier unter der Stage her und weiß der Geier, was noch alles. Also, das Ding in Speedruns, das Level in Speedruns ist absolut wunderschön, ohne Scheiß. Das ist ein, nein! Bei mir nicht ganz, aber... Glaubt mir, in Speedruns sieht das besser aus. Versuchen wir es nochmal. Weil ich musste da ja eigentlich so... Ja, ich musste da ja sowieso eigentlich runter. Nicht runter, meine ich. Von hier muss ich ja hoch. Das war knapp. Nein! Den alten Trick von damals. Oh. Überflüssig wie ein Kropf. Der arme Tropf. Yes! Puh. Also die Röhre muss ja jetzt eigentlich quasi nach vorne führen, ne? Tut sie nicht. Die Musik zum zweiten Level im Spiel. Schön. Läuft. Danke euch. Oh, wie schön pink wir sind. Pretty in pink. Und dazu noch Slowdown. Was willst du mehr in deinem Leben? Noch ein Stern. Wahnsinn, guck mal. Man könnte fast denken, dass alle Power-Ups durch Sterne ersetzt worden sind, außer Sterne. Die bleiben Sterne. Oder wurden auch durch Sterne ersetzt. Wir wissen es ja nicht. Wir können es ja nicht mehr nachvollziehen. Aber wer braucht schon Power-Ups? Wenn ich ganz viel Glück habe, führt mich das jetzt zum Ziel? Wenn ich richtig viel Glück habe. Habe ich nicht. Das führt mich genau genommen sogar nur im Kreis. Okay. Dann bleibt mir ja nicht viel anderes übrig. Ich könnte diese Röhre versuchen und hoffen, dass es funktioniert. Yes! Letztes Level, Bitch! Letztes Level, Bitch! Yes, bitch. Letztes Level, bitch. Das ist der letzte Level-Song, falls es irgendwer noch nicht... Ist gern geschehen für den Clip. Gerne. Fuck. Nein, ich wollte doch lustige Tricks machen. Ist das letzte Spiel der Welt, weil's mir so gut gefällt. Yes, crazy, hab Dank. Eigentlich wäre es ja nur fair, vor allem easy gegenüber, wenn ich die zweite Hälfte dieses Songs auch noch als irgendeinen Knopf baue, ne? Ich brauch häufiger die KC. Denn was Besseres gab's noch nie. Hab Dank. Nein, es war knapp und doof und doof und knapp. Nein, ach komm schon. Frususu. Gibt es Dinge, die besser schmecken? Auf meinem Teller, ich kann's kaum erwarten, sie mir in den Mund zu stecken. Yes! Scully, danke dir! Oh ja, oh, das nehme ich gerne. Moment, das nehme ich nicht gerne. Moment, warte mal. Das eine war Petten, das andere meine Frau. Ha. Huh. Könnte fast denken, Pet liebt mich mehr. Ich wollte gerade eigentlich sagen, dass man mit der Hammersuit, dachte ich, Bowser one-hitten kann, oder? Oder täusche ich mich? Yes! Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, letzter Level so. Fuck. Okay. Ruhig. Yes! Jetzt wird die Frogsuche von Frauen kommen, ne? Auch gut. Yes! Yes! Nein. Yes! Kommentar vom anderen Stern. Oh. Danke, Samu. Danke. Sohn und Frau halten also zum... Nein! Warum? Ah, Moment. Ist ja gar nicht so schlimm. Moment. Geht das? Yes!
Nein. 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 Wirf nicht hier hin. Ich habe schon lange nicht mehr safe state. Die Tür geht nicht auf. Nein! Gehe ich recht in der Ahnung, dass wir verkackt haben? Was sind das denn für Blobs? Auf ein neues. Warte mal, ich werde jetzt mal, bevor wir gleich wirklich einen Softlock haben, mache ich mal einen Safe State. Moment. Das habe ich nämlich vorher vergessen. So geht's ja noch. So ist ja alles okay. Wenn wir einen Safe State vorher haben, ist das ja nicht schlimm. Es zählt. Ach. Das möchte ich, meine Credits möchte ich jetzt schon noch sehen sogar. Das möchte ich jetzt schon noch haben. In meinem komischen pinken Käseschloss. Yes. Oh, Monster, mir fällt gerade ein Monster in my pocket. Crowd Control wäre geil. Die haben übrigens für das letzte Level... Danke. Für das letzte Level in... Also das hier haben die in den Speedruns auch fantastische Strats. Die nutzen nicht mehr das hier, sondern die nutzen im Prinzip einen Walljump. Also im Prinzip einen Glitch im Grunde genommen. Um in diesem... Fuck, um in diesem Sublevel da irgendwie voranzukommen. Was war das denn? Ich werde jetzt, wenn wir einen Stern haben. Hallo, Bowser, my old friend. I need to talk to you again. Der Lied geht so, lass mich. Okay. Hello, darkness, my old friend. Ich dachte, es trifft mich. Knesi, haben Dank. Jetzt aber. Jetzt müssen wir doch durchziehen. Jetzt kann ich es mir auch nicht mehr nehmen lassen. Ich kann mir ja die Butter hier nicht mehr vom Brot nehmen lassen. Sollen wir mal den Clip versuchen? Kann ich? Haha! Hashtag Speedrun Strats. Guck dir das an. Das, Freunde, nennt man Kunst. Oh, ich habe nur noch 45 Sekunden. Schön! Ja, machen wir so. Läuft. Ja, ich meine, gut, das hat dann aber. Da hat das mit den Sekunden passte dann aber auch gut zum Speedrun, das passt schon. damit sind wir einverstanden. Warte mal, kann ich den. Danke. Weißt du, läuft doch, passt. Passender wird das nicht mehr. Außer vorhin bei Frauen. Das war natürlich auch überragend. Ebenso wie das. Jetzt wäre ich aber fast hier in den hier. Haben die nicht sogar einen Namen? Nennen die mal Feuerbälle. Heißen die irgendwie Potobo oder so ein Scheiß? Nee, nicht Chocobo. Das ist was anderes. Chocobos sind ein bisschen was anderes. Die sind zwar auch gelb, aber meistens brennen die nicht so gut. Fun Fact. Woher ich das weiß? Ich habe keine gottverdammte Ahnung.
So. Minecraft brennt Schokobos gut? Gibt es Schokobos in Minecraft? Es gibt mit Sicherheit einen Mod, der Schokobos in Minecraft reinpackt. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Ich wäre schon extrem enttäuscht, wenn ich... Bin ich hier sicher? Nee, ne? Bin ich hier sicher? Kommt der so hoch? Scheinbar nicht. Yes. Weißt du was? Ich riskiere es jetzt nicht. Nein, warum? Bleib doch mal ruhig. So. Gibt's mit Mods? Ich hab's geahnt. Ja. Das hatten wir gerade alles nicht, ne? Oh. Whoop, whoop. I want to just tell you both good luck. Ach, guck mal, das ist jetzt dann quasi ein zusammengedingstes. Das können wir ja fast auf YouTube hochladen. Ich glaube, das machen wir sogar. Wie schön. Läuft. Ja, GG an euch, ne? Ihr habt ja tatkräftig mitgeholfen. Das hat mir Spaß gemacht.